treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to sing to you ladies. Ali! Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you. Can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but not like you. Ganz kurz her. Jetzt mal alle ganz kurz her. Und zwar folgendes. Wir hatten letztes Jahr Corona. Hier war ein Kegelturnier. Und da sind ein paar Leute verstorben. Und für diese Leute machen wir kurz eine Schweigeminute. Geht das mal bitte alle? Alle mal bitte aufstehen. Dankeschön, vielen Dank. Thank you.
stasera sarà l'ombra e il cammino del mio solità. Una vez alla stasera und Mokak. Alkegli den Kaku. Ja. Was heftig schön. 699. Darling, du bist wie Musik. Darling, wo ich bin.
viel und steh, da denk ich nur an dich. Und du allein kannst der Himmel auf Erden sein. Entschuldigung.
Ja, ihr könnt euch alle wieder hinsetzen. Schön, dass ihr alle da seid. Dann werden wir gleich wieder Preisverleihung beginnen in wenigen Minuten. Ratz, 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 weiter geht's. Dass wir die Bayerische Meisterschaft wieder ins Leben gerufen haben nach 2 Jahren Corona. Das war uns natürlich auch sehr am Herzen gehangen, dass einfach unser bayerisches Leben nicht aussterbt. Dann beginnen wir gleich mal mit Platz 13. Mit 501 Holz, die Nördlinger Bienen. Dankeschön, schön, dass ihr da wart. Team Frieda Kahlo mit 513 Holz. Dankeschön, Mädels, vielen Dank, schönen Abend noch. Dann geht's gleich weiter. Ein Foto noch, ein Erinnerungsfoto. Dann geht's gleich zügig weiter mit Platz 11 mit 555 Holz. Die Amazonen aus Ulm. Wo ist denn die Natascha? Wo ist sie denn? Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön an den Kapo, an die Spartaner für diesen schönen Abend. Es war ein faires Turnier und amüsiert euch. Danke für das schöne Turnier. Wir sind nicht in den Wachen, wir sind nicht zu den Regeln da, sondern zum Saufen! Mit 566 Holz, die Zuckerpuppen aus Augsburg, die wo ich gerade vergessen habe. Dankeschön an die Spartaner. 614 Holz, die Schwarzwaldmädels. Mit 618 Holz, die Saunagel-Damen aus Niederbayern. Wir wollen uns bei den Spartanern bedanken für das schöne Kegelturnier und nächstes Jahr nicht unter dem dritten Platz. Mit 25 Holz. Die Bad Girls aus Freiburg. Ein großes Lob an die Spartaner. Schönen Dank für das schöne Turnier. Und ich bin richtig stolz auf meine Mädels. Die sind wir Bad Girls! Bad Girls! Dann kommen wir zum vierten Platz der Damen. Mit 632 Holz. Die Schlümpfe aus Augsburg. Robonus, immer schön. Bedanken wir uns auch sehr herzlich. Dankeschön, bitteschön. Also, ich kann nicht viel sagen. Wir waren heute nur blau, aber nicht erfolgreich. Dankeschön. Die dritten, die drei ersten Plätze, Platz 3, 2 und 1 der Damen, machen wir noch ein bisschen ab. Und zwar geht es gleich mal los. Mit Platz Nummer 21 mit 574 Holz. Eine alte Traditionsmannschaft, sind wir auch froh, dass sie dabei sind. Unsere Freunde aus München, Magic Holz.
Corona aus uns gemacht hat. Trotzdem waren wir immer schon vorher dabei und auf einmal alles vorbei. Aber wir werden wieder kommen und wir machen auch in Zukunft wieder weiter. Und euch eine Gratulation für den Anfang wieder für die neue Zukunft. Dankeschön. Die Mannschaft sich zusammengemacht mit 591 Holz, die 12 geschworenen 2. Danke. Für einen Obolus. Dankeschön. Ein super schönes Turnier. Wir haben keine Schüler mehr. Wir haben mehr gesorgt, als wir das mal gegeben haben, aber wir haben erst angefangen, gestern kurz entschlossen. Und ich hoffe, dass weiter bleibt die 12 geschworenen, die zweite Mannschaft. Und Zeit zum Umziehen am Auto in den Hafen. Aber du hast schon mal. Wir haben ja auch mehrere Jungs, mehr wie 12 auf alle Fälle. Haben wir gesagt, kommen noch ein paar Gastgegner dazu. Machen wir auch eine zweite Mannschaft, die Spartaner. Ich glaube, das nächste Mal lassen wir das wieder sein, Peter, oder? Das war keine gute Idee. Mit 593 Holz, Spartaner 2, Platz 19. Francesco von vorn, du hast die Mannschaft angeführt. Das war der Anführer von 4 Holz. Die Schottenspringer. Oder Sprenger heißt es ja. Entschuldigung, Schottenspringer. Sind aber auch schwere Namen. Wir geben unser Bestes, immer auf der Hinterbahn, aber dieses Jahr hat es leider nicht so gut gereicht wie immer. Aber ein wunderschönes Turnier hier bei euch immer. Und gut Holz. Dankeschön. Meine Freunde, Familie und Bekannte, mit 609 Holz, Skyline Frankfurt. Also erstmal ist es sehr schön hier zu sein. Und ich finde auch gut, wir sind jetzt ein junger Verein, uns gibt es jetzt 14 Tage. Ich bin alt, aber die anderen sind jung, die lernen das noch. Deswegen das Ergebnis, aber wir bleiben dran und nächstes Jahr gewinnen wir das Ding. Das verspreche ich euch. Also, okay. Platz Nummer 16 mit 610 Holz, die 12 Glorreichen aus München. Und ja, wünsche euch heute noch viel Spaß. 619 Holz. Ja, liebe Freunde, liebe Kindelfreunde, es hat uns heute großen Spaß gemacht, hier in Augsburg mitzumachen. Und wisst ihr, Augsburg ist immer eine Reise wert. Hier ist es immer schön. Und Dankeschön, dass wir heute dabei sein durften. Dankeschön. 630 Holz, die Kranzenscheibe. Alle Respekt, so kenne ich euch. Ja, wir lassen uns in Lumpen, oder? So, erstmal herzlich willkommen hier. Diese wunderschöne Veranstaltung. Ihr redet alle zu leise. Hallihallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns recht herzlich bedanken. Die Kranzenscheibe auf Platz 13. Ja, wir geben unser Bestes schon seit 10 Jahren, aber taugt trotzdem nichts. Trinken können wir gut. Wir wollen euch noch alle recht herzlich einladen. 2025 auf die Bayerische Meisterschaft, endlich mal wieder nach Niederbayern, mal woanders hin. Dankeschön, schönen Abend. Dann haben wir weiter mit Platz Nummer 12, mit 657 Holz, die 12 Jacks aus Pfullendorf. Eine Mannschaft, wo normalerweise immer vorne dabei ist. Mit 667 Holz, SWAT Ulm. Schöne Turnier und die schöne Feier. 69 Holz, die Kegelfreunde aus München. Ich möchte mich hier beim Veranstalter bedanken, dass wir seit 3 Jahren endlich wieder mal feiern können. Dass wir endlich wieder mal alle feiern können hier. Der Platz ist egal. 71 Holz, die 12 Geschworenen, der letzte deutsche, bayerische Meister. Bei den Spartanern, für das schöne Turnier. Dankeschön. Beim nächsten Mal sind wir wieder vorne dabei.
Dann geht's weiter mit Platz Nummer 8. Der nächste Ausrichter der deutschen Kegelmeisterschaft 2024. Die Travelers. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. An unsere Freunde, die Spartaner, ein Kompliment nach Corona, endlich wieder so eine schöne Feier auf die Beine zu stellen. Top alles heute. Wir freuen uns, dass wir wieder alle zusammen sein können. Und wie ihr alle schon gehört habt, nächstes Jahr ladet der Baden ein. Die deutsche Meisterschaft findet zwischen Karlsruhe und Freiburg irgendwo statt. Wir haben noch keine Kegelbahnen, aber wird die nächste Woche bekannt gegeben, wo das stattfinden wird. Und meine Mannschaft, die, wer seid ihr? Die Travelers laden euch alle ein in den Süden, nach Baden. Schönen Abend, danke schön. Sehr gute Mannschaft mit 685 Holz. Die sind die Jungs aus Nördlingen. Vielen Dank. Sind die Jungs, sind immer gern auf eure Turniere dabei. Wir bedanken uns immer für die Einladung. Wünschen einen sehr schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Mit 699 Holz, die Fürther Jungs. Erstmal danke, dass wir teilnehmen dürfen an die Spartaner, auf die schöne Location, die wir haben. Und was ich vorhin gesagt habe, ist, dass durch das Turnier, durch die Feier noch wieder der alte Charme kommt, nicht übergezüchtet ist mit Stylistics, Moment, sowas, was ich. Eine alte Amüsierung und ich glaube, da amüsieren wir uns heute den ganzen Abend schön ohne Streit, nehme ich an, sodass wir die alten Feiern wieder beleben lassen, so wie wir es kennen. Dann hat man noch eine kleine Ausrichtung gesagt, dass in Arnus für das nächste Fußballturnier. Erstmal schönen guten Abend. Ich weiß nicht, für meine Stimme gehört. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben in zwei Wochen am 24. Februar in Fürth macht unser Cousin Janet nicht nur die deutsche Fußballmeisterschaft aus. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, auch nicht mehr mitspielen, weil es nicht mehr geht. Nur 16 Mannschaften konnten teilnehmen. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, das anzuschauen und danach schön zu feiern. Ihr seid herzlich willkommen, herzlichen Dank. Schönen Abend, ciao. Mit Platz Nummer 5 mit 701 Holz. Die 12 Krieger. Willst du nichts erzählen? Bist du sprachlos? Okay. Mit 705 Holz, die Gypsy Tigers. Ich möchte mich nur bedanken, meine Spartaner, für so ein schönes Turnier und eine schöne Feier. Und Vollgas aufmachen, Leute. Amen. Mit 636 Holz, die Lollipops aus Heckstedt. Letzte Woche, vor 14 Tagen, noch deutscher Meister geworden in Frankfurt. Leider, wir sind deutsche Meister, aber wir gratulieren natürlich auch dem bayerischen Meister ganz herzlich und natürlich auch unseren Spartanern. Wunderschönes Turnier, Jungs. Dankeschön, dass wir da sein können. Einen kleinen Obolus. Dankeschön, feiert schön. Alles gut. Und zwar mit 712 Holz. Unsere kleinen Jungs, die Augsburger Jungs. Einmal herkommen. So, Dank. Erstmal einen schönen guten Abend. Ein Dankeschön an die Spartaner, dass nach zwei Jahren Pause endlich mal wieder ein bayerisches Kegelturnier aufgezogen worden ist. Bei uns hat es jetzt 10 Jahre gedauert, uns mal oben einzureihen. Ich hoffe, dass wir auch da bleiben. Jungs, ich liebe euch. Und an der Platzverteilung von 1 bis 3 ist mittlerweile klar, wer die Kegelhofstadt ist. Und das ist Augsburg. Auch hier in Augsburg hat die bayerische Kegelmeisterschaft. Die richten wir aus.
Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir geben uns Mühe und wir hoffen auf euer Kommen. Dankeschön. Sie hatten erst einen Namen, dann hatten sie wieder einen anderen Namen. Jetzt sehe ich wieder den alten Namen, dann noch einen Doppelnamen. Weil es wahrscheinlich so gut war, dann sagen wir, nehmen doch unser richtiger Namen. Also ich sage jetzt einfach mal die bayerische Arroganz. Mit 664 Holz, Platz Nummer 2. Dankeschön. Ich bin heute zu kurz gekommen, der Obernus. Also, alias. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben 3 Jahre nicht gekegelt. Von der bayerischen Arroganz sind 4 Kegler am Start. 2 sind gestrichen worden, 3 sind gestrichen worden. Ein Lauf meine Ersatzkegler. Und was soll ich sagen? 3 Jahre nicht gekegelt, 2. Platz. Kinder, was macht ihr verkehrt? Zwei der Herren. Da muss ich auch ein bisschen was dazu sagen. Das ist unsere eigene Mannschaft. Wir haben gestern gefeitet. Jeder, wo dabei war, hat es gesehen. Ich glaube, wir waren bis zum 3. Durchgang wirklich auf eine Wahnsinnsholzzahl. Haben leider im letzten Abräumen ein bisschen versagt. Aber es ist halt beim Kegeln so, da muss alles glatt laufen. Aber ich denke mal, mit der Holzzahl brauchen wir uns nicht zu schämen. Mit 723 Holz, Platz Nummer 2, die Spartaner aus Augsburg. Der Entwicklungs. Und sie nimmt, sind glaube ich Titelverteidiger. Mit 686 Holz, die Gypsy Wings, Platz Nummer 1. Mädels, hört mal ganz kurz zu. Wir können ja alle hier stehen bleiben, dann holen wir auch den ersten Platz der Herren gleich dazu, oder? Sind ja auch unsere Jungs. Platz Nummer 1, die Durchgeknallten, die momentan alles abholen, was da ist, muss ich wirklich sagen. Unsere Jungs, die bayerischen Jungs mit 765 Jungs, Platz Nummer 1. Ja, Jungs, eure Tafel.
geben, es in einem normalen Rahmen aufzuziehen. Bitte amüsiert euch alle, feiert, trinkt, bleibt bitte alle friedlich, reißt euch zusammen. Streit brauchen wir heute hier nicht, hat ehrlich gesagt. Und der, wo streitet, der vorne ist die Tür, der wird leider des Rades verwiesen. Und ganz schnell, dass ihr Bescheid wisst. Weil wir haben 2 Jahre zu Hause gesessen und haben uns jeder gedacht, ach, wie schön waren die Feiern, wie schön waren die Bälle. Und jetzt sitzen wir alle zusammen, da brauchen wir keinen Streit, denke ich. Aber es gibt auch noch mal einen Streit. Mit 101 Holz, unsere Windy Bauer. Wo bist du, Herr Wittne? So, Wittne, bist du bereit zum Tanzen? Moschino, schwarze Bürger von der Kreisstadt. Und jetzt so. Moschino! Euch gut, bringt Freiheit. Und ab nun wird die Party eröffnet. Viel Spaß, Leute! Yeah.
sehen. Vielleicht soll mehr mit uns geschehen. Der Gruß von dir war sehr schön. Hola, hola, sera, sera fina. Wenn das so weitergeht, wenn das so weitergeht, fängt morgen schon in die Liebe an. Ricordo de esta vez, oh, ay, cariño, no nos traes conmigo, te traes.
pagas tanto amor, Satanás tu pico, mi copo de espíritu, mi copo de espíritu. Si descas tú, no, no, no.
du Sinner, für deine Tage, ich sieh, was du jetzt hast, du. You get me going, going all in all.